Das Wasser verdunstet aus den Meeren, Seen und Flüssen und bildet Wolken. Die Wolken werden durch den Wind weitertransportiert und regnen als Niederschlag ab. Niederschlag sammelt sich in den Bergen und gelangt dadurch wieder in die Seen. Durch die Berge reichert sich das Wasser mit Mineralien an. In unserem Grundwasser sind verschiedene Inhaltsstoffe. Die bekanntesten Stoffe sind Zink, Calcium, Chlor, Magnesium, Eisen und Natrium. Grundwasser ist Wasser, das unter der Erdoberfläche in Gesteinsschichten liegt. Es ist eine wichtige Quelle für Trinkwasser und Bewässerung, aber es kann auch durch Verschmutzung gefährdet sein. Ein Erwachsener sollte bis zu 2,6 Liter Wasser täglich trinken. Die Flüssigkeit gelangt beim Trinken durch den Mund und in die Speiseröhre in den Magen. Dort wird es in den Darmtrakt weitergeleitet. Nun wird die Flüssigkeit absorbiert. Die überschüssige Flüssigkeit wird in den Nieren gefiltert und wird über die Harnleiter in der Blase gesammelt. Der Sekundärharn wird als Urin ausgeschieden. Heilwasser ist Wasser mit besonderen Mineralien, die als gesundheitsfördernd gelten. Menschen nutzen es oft für Trinkuren oder therapeutische Bäder. Bekannte Kurorte in unserer Nähe sind Baden, Bad Vöslau, Oberlau. Wusstest du, dass in Österreich ca. jährlich 43 Milliarden Liter Wasser verbraucht werden? So viel? Und was passiert nach dem Verbrauch damit? Das Abwasser wird so gut es geht in Kläranlagen gereinigt und unmöglich weiterverwendet. Aber wie recycelt man das Wasser dann eigentlich? In Österreich wird Wasser auf zwei Wege recycelt, nämlich geplant und ungeplant. Und was genau ist da der Unterschied? Bei geplantem Wasserrecycling wird in Gemeinden bereits verwendetes Wasser so oft wie möglich weiterverwendet und mit Kläranlagen gereinigt. Ach so, und zu ungeplantem Wasserrecycling zählt dann das Sammeln von Wasser in einer Regentonne? Ja, genau.